Bleiben wir noch mal kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Das war ja auch die Zeit der Luftschiffe und Motorflugzeuge. Da waren Sie ja auch immer ganz recht interessiert dran. Auch Zeppeline. Können Sie sich da auch so an Erlebnisse erinnern? Durchaus, ja. Da, wo heute das Gelände, das Freigelände, nicht das Freigelände, das Gelände der Messen und so weiter ist, da in der Nähe stand die erste Zeppelinhalle, an die ich mich erinnere und die wir natürlich auch aufsuchten und erlebten, wie dann der große Zeppelin aus der Halle herausfuhr und sich dann gegen Himmel erhob. In Frankfurt war da ein Brennpunkt. Auch im Jahre 1911 war eine große Luftfahrtausstellung in Frankfurt, bei der man dann auch die ersten kühnen Luftsprünge sozusagen erlebte eines französischen Fliegers. Ich weiß jetzt im Moment gar nicht, wie er heißt, der also nun Kunststücke in der Luft vorführte mit den damaligen Flugzeugen. Das hat mich also sehr beeindruckt. Mein Vater nahm mich damit in die Ausstellung, damit wir das dann auch einmal konkret erlebten, wie es war. Gab es also auch sowas wie den jugendlichen Traum vom Fliegen? Ja? Ja, der hat sich eigentlich noch nicht so stark eingestellt bei mir, nein. Ich habe also wahrscheinlich doch eher das Risiko mitbedacht, das damit verbunden war. Also ich kann mich nicht, ich bin zwar später bei der Luftwaffe gewesen, aber gegen meinen Willen und nicht mit meiner eigenen Zustimmung. Also das kann ich nicht sagen, da war dann doch eben das Moment, dass das eine Gefährdung war, schon etwas anderes. War das denn damals so das Gefühl, so in einer Zeit, auch nach der Jahrhundertwende generell ja, in so einer Zeit des Aufbruchs, der Moderne, der neuen Ufer zu leben, oder teilte sich das Lebensgefühl dem normalen Bürger gar nicht so mit? Ja, das zu neuen Ufern war eigentlich nicht der Fall. Man war natürlich darauf gerüstet, dass in der Technik, zumal eben in der Luftfahrt, da sich allerlei ereignet hat und weiter ereignen konnte. Oder in anderen Gebieten, das ging ja in den praktischen Haushalt hinein. Ich habe noch die ganze Periode mit Kerzenlicht und Gaslicht miterlebt und dann die Umstellung auf elektrisches Licht. Wurden an den damaligen Gaslampen wurden Drähte gelegt und Birnen angeschlossen und dann gab es das elektrische Licht, nicht? Das war nun wieder etwas völlig Neues, das man im Aufbruch natürlich miterlebte. Das ist klar, konkret im Haushalt, aber so im öffentlichen Leben insgesamt habe ich persönlich wenigstens den Eindruck, hatte man nicht so das Empfinden, man lebt in einer am Anfang eines neuen, gewaltigen Jahrhunderts. Das war dann mehr selbstverständlich oder auf praktische Dinge eingestellt, die man dann gerne auch mit vollzog. Aber gerade so diese Durchdringung des Lebens mit der Elektrizität, das war ja schon ein Quantensprung. Wie hat man sich so eine neue Energie eigentlich erklärt oder wie wurde einem das als Kind erklärt? Ja, als Kind wurde es einem kaum erklärt. Man hat es eigentlich erst dann später im Schulunterricht eben physikalisch nachgezeichnet bekommen und dann natürlich ein gewisses Empfinden dafür gehabt. Aber so natürlich wie das Kerzenlicht war es natürlich nicht.